Der Prätorianer zeigt uns heute den Schweden Emil 2. Und damit herzlich willkommen zu dieser Ausgabe Let's Play World of Tanks. Und ihr seht, er hat hier schon ein schönes Matchmaking bekommen, denn er ist als einer von lediglich 3 Neunern hier im Team auf der Karte live. Auch ansonsten 8er und 7er Gefecht. Also das ist natürlich ideal. Und man muss auch sagen, es gibt definitiv schlechtere Panzer als den Emil 2 auf dieser Karte. Jetzt bin ich gespannt, ob er in die Stadt fährt, wo ich jetzt persönlich den Emil 2 jetzt nicht so ganz spielen würde. Oder genau so, glaube ich, macht das. Er wird ihn hier Richtung Schienen fahren, denn hier bringt er dann seinen Turm ins Spiel. Und der ist natürlich die Wucht schlechthin bei dem Panzer. Da kann er den so ausspielen, wie er ihn ausspielen will, und macht hier in, ja, was werden es am Ende sein, 5 Minuten 38 ordentlichen Damage. Natürlich ein Autoloader, natürlich 4 Granaten im Magazin, genauso wie bei dem Vorgänger, dem Emil 1. Also da ist nichts anderes. So, der erste TD geht hier schon in Stellung. Der erste Zug wurde jetzt schon gebildet mit dem Defender hinter ihm. So, jetzt schnell hier aufdecken und weiterfahren. Wow, dicker Hit auf den Bulldog. Der hat mal gleich das Munitionslager rausgewichst. Also der ist durch. Aber jetzt ist der Scorpion G genauso weg. So, erster Hit. Junge, aim halt. Jo, jetzt er. Und man muss schon dazu sagen, die Granaten, bis die wieder im Magazin sind, bis sie sozusagen wieder im Rohr sind, selbst wenn man sie gerade im Magazin noch hat, das dauert schon eine verhältnismäßig lange Zeit. So, jetzt ist er im Reload. Deckt hier noch den Centurion auf. Kriegt daher auch den Spotting. Guckt hier jetzt mal recht weit rausgezoomt, so ein bisschen sich das Geschehen an, um da so ein bisschen Überblick zu bekommen. Von seitlich kommt da jetzt der IS-3. Den haben sie jetzt nicht so ganz auf dem Schirm gehabt. So. Hat er, wie gesagt, einen sehr starken Turm. Also gerade den, wenn er hier nicht unbedingt seitlich präsentiert, hat er richtig, richtig Spaß damit. So, jetzt probieren sie es da seitlich nochmal. Diesmal IS-3 und Cannabon. Und da geht er jetzt natürlich drauf. Erster Treffer. Zweiter geht in die Kette. Dritter ist er jetzt die Kette gezogen. Und da jetzt noch auf den IS-3. Jetzt kann er nichts mehr machen. Bekommt das Munitionslager von hinten. Der IS-2 fahrt er auf ihn drauf. Jetzt wird es da brenzlig. Muss er natürlich reparieren. IS-2 bleibt ihn da dran kleben. Der Patton kommt auch nach. Jeder will hier den Emil 2 haben. Aber Gott sei Dank, sein Team konnte jetzt hier das retten und dementsprechend so gestalten, dass er hier nach wie vor 600 Hitpoints hat. Und er schreibt natürlich auch gleich Thanks, weil er weiß, er war im Reload, er hätte nichts mehr dagegen machen können. Das ist halt der Nachteil am Magazin. So, der T10. Seitlich jetzt auf den Turm. Und jetzt vorne. Jetzt kann er hier alles ausspielen, was ihm der Panzer hier schenkt, und lässt noch 22 Hitpoints stehen. Das ist natürlich perfekt so. Der Patton bekommt jetzt auch nochmal eine endlich. Und jetzt ist er wieder 35 Sekunden im Reload. Das ist halt der Nachteil. Der Defender, mit dem er den Zug gebildet hat, der hat nicht wirklich was beigetragen, muss man sagen. Der war recht früh schon zerstört. So, T25-2 kommt da auch immer weiter vor. Ich wollte gerade sagen, der muss doch jetzt mal getroffen werden. So weit, wie der oben steht. Und jetzt kommt er runter. Aber perfekt die Granate wieder im Magazin gehabt. Wirklich genau in dem Augenblick, wo er da runterkommt, hat er den Reload beendet und konnte da dementsprechend sich austoben. So, der Patton. Erster, zweiter, der sitzt. Und jetzt noch eine. Da hat er das Magazin perfekt durchgeschossen.
4602 Damage bis dato. 2065 abgeprallt und auch noch ein wenig unterstützt mit 957. Und jetzt sind es hier schon die letzten beiden armen Würstchen, der IS-3 und der Centurion. Ansonsten alle anderen Gegner sind hier einfach schon mal vernichtet worden. Also da muss man sagen, hat das Gegnerteam sich auf keiner Seite wirklich hervorgetan und gut performt. So, Granate ist wieder da. IS-3 erster. Centurion den nächsten. Nochmal einer auf dem IS. Und die letzte Granate. Damit macht er den Centurion dann weg. Bei 6080 bleibt er jetzt hängen. Die restlichen Hitpoints vom IS-3 wird er wohl nicht mehr abbekommen. Dafür ist der Reload einfach jetzt zu lang und der Gegner oder sie haben hier zu viele Panzer, die alle noch was vom IS-3-Kuchen abhaben wollen. Und mit seinen 4 Kills ist dann die Runde auch schon beendet und in 5 Minuten 38 Sekunden hat er 6080 Damage gemacht. Wirklich eine feine Runde mit einem Panzer, den ich, glaube ich, mittlerweile auch sehr gern in meiner Garage hätte. Ja, das war's. Sagt mir doch mal nochmal eure Meinung zu dem schwedischen Heavy Tanks. Würde mich nach wie vor interessieren, was ihr mittlerweile so von denen denkt. Jetzt sind sie ja doch eine Zeit lang im Spiel. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.